Ganz ehrlich, Freunde, wenn ich so an Katar zurückdenke, geht's mir wahrscheinlich genauso wie euch. Mein Mittagessen dockt am Rachen an und ich denke sofort an LFR. Aber je mehr ich mich mit dem Addon beschäftigt habe, desto mehr Hype ist bei mir entfacht worden und mittlerweile habe ich sogar richtig Bock drauf. Deshalb habe ich euch in diesem Video 44 wirklich nice Änderungen zusammengeballert, auf die wir uns in Katar Classic freuen können. Ja, das ist so ziemlich das, was da steht. Also, es gibt keine Munition mehr und ihr habt mehr Platz in den Taschen. Mein Mittelfinger tut vom Looten immer mehr weh als vom Zeigen und deswegen finde ich den AOE-Loot sehr gut. Einfach einen Mob rechtsklicken und schon sind alle Mobs in einer gewissen Range gelootet. Nee, Spaß. Das war absolute Froschpisse damals und nachdem sich Blizzard so gegen den Dungeon Finder in Wrath gewehrt haben, denke ich nicht, dass wir einen LFR in Katar haben werden. In Wrath haben wir 5 verschiedene Embleme, für die wir uns Gear holen können. Dass das nervig und unübersichtlich ist, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. In Katar wird dieses System geändert, denn dort haben wir nur noch 2 Arten von Punkten. Einmal die Gerechtigkeitspunkte und die Tapferkeitspunkte. Diese Dinger bekommen wir durch Dungeons und Raids und die Tapferkeitspunkte haben ein Weekly Cap, das wir ganz entspannt füllen können. Ganz Azeroth wird komplett überarbeitet. Das bedeutet neue Grafik, neues Terrain und die Zonen sind teilweise zerstört oder überschwemmt. Sieht wirklich ziemlich cool aus, wenn ihr mich fragt. Und falls ihr das scheiße findet, gibt's ja immer noch Vanilla Classic für euch, ihr Andys. Es gibt ein Level-System für Gilden. Das geht von 1 bis 25 und ihr schaltet auf dem Weg verschiedene Extras frei. Wie zum Beispiel Masrets, neue Erbstücke, schneller Leveln und Instant-Postverkehr innerhalb der Gilde. Zudem könnt ihr wöchentliche Gilden-Herausforderungen machen, durch die ihr weitere Dinge bekommt. Es lohnt sich also, meiner Gilde namens Baba Yaga auf Venoxis beizutreten. Zusätzlich zu den Brust- und Schulterteilen wird es noch Helme, Umhänge und Hosen geben, die eure erhaltene Erfahrung erhöhen. Diese Teile schaltet ihr mit Gildenerfolgen frei. An sich geil, denn ihr müsst euch nicht mehr um Upgrades kümmern. Andererseits kacke, weil ihr beim Level noch weniger Upgrades bekommen könnt. Ich persönlich würde bei diesem System XP-Verzauberungen besser finden, da das Leveln durch Loot mehr Spaß macht, aber es ist wie es ist. Wenn ihr levelt und neue Fähigkeiten freischaltet, konntet ihr bisher ein Addon dafür nutzen, um zu sehen, ob es sich wirklich lohnt, zum Lehrer zu latschen. Das ist jetzt im Game implementiert. Zusätzlich müsst ihr euch keine neuen Ranks mehr kaufen, sondern die Skills skalieren mit eurem Level. Easy! Mit der Überarbeitung der Gebiete kommen auch neue Quest-Hubs rein. Das bedeutet nicht nur neuen Content, sondern auch eine absolute Simplifizierung des Questens. Es ist einfach viel angenehmer, denn ihr geht zu einem Hub, nehmt 3 Quests an, macht diese Quests und gebt sie ab. Dann geht's zum nächsten Hub und macht einfach weiter. Dadurch levelt man schneller und kann sich nebenbei am Sack kratzen. Noch mehr Zeit beim Leveln spart ihr durch die neuen Flugpunkte. Zum Beispiel gibt's einen in Razor Hill und Senjin und in Goldshire und am Sägewerk und so weiter und so fort. Und weil das noch nicht reicht, werden die Dungeon Quests auch noch überarbeitet. Bisher mussten wir immer zu den auf der ganzen verkackten Map verteilten Dungeon Questgeber laufen und diese annehmen, bevor wir uns im Tool anmelden. Das ist mit Katar Geschichte, denn dort spawnen die Questgeber im Dungeon und ihr könnt direkt alle Quests erledigen. In den Hauptstädten gibt es eine Art schwarzes Brett, bei dem ihr eine Eingangsquest für neue Gebiete annehmen könnt. Dadurch werdet ihr durch den Levelprozess geleitet, falls ihr mal lost sein solltet. Eine neue Pet-Stance kommt dazu, die sich Pet Assist nennt. Hier greift euer Pet immer den Gegner an, den ihr angreift und wenn der Kampf vorbei ist, dann kommt es zu euch zurück. Ich find's beim Leveln eigentlich ganz nice, aber im Gruppencontent oder PvP würde ich trotzdem immer noch auf Passiv stellen, weil ich euch sonst hasse. Das ist jetzt eine Klassenänderung und ich werde dazu noch viele Videos für andere Klassen machen. Also klickt jetzt auf Abo oder ihr verpasst euer Leben. Es wird 2 neue Rassen geben. Einmal die Worgen für die Allianz und die Goblins für die Horde. Beide sind, wie ich finde, ziemlich cool und die Startgebiete sind ebenfalls sehr schön designt. Die Fähigkeiten der Worgen sind immer passiv Crit und erhöhte Kirschnergeschwindigkeit. Dazu könnt ihr zwischen einer menschlichen und Werwolf-Form hin und her switchen und habt noch einen 40% Movement-Speed-Buff, den ihr aktivieren könnt. Die Skills der Goblins sind einmal ein Rocket Jump und eine Rakete, die Damage am Ziel macht. Zudem gibt es neue Klassenkombis, wie zum Beispiel Trolldruide und Hexer, Zwergschamanen und Tauren-Paladine. Welche davon jetzt hässlich sind und welche nicht, überlasse ich einfach euch.
Damit die Talentbäume nicht länger werden als die Nase von Monte, wenn er sagt, dass seine Energy-Drinks nicht nach ausgekotzten Gummibärchen schmecken, werden sie überarbeitet. Ab sofort könnt ihr dann nur noch 41 Punkte verteilen. Aber dafür könnt ihr euch ab Level 10 eine Spezialisierung aussuchen, durch die ihr direkt eine Kernfähigkeit bekommt. Das ist zum Beispiel beim Frostmage das Wasserelementar und beim Warrior der Mortal Strike. Dazu könnt ihr erst in einem neuen Skilltree Punkte verteilen, wenn ihr bereits 31 Stück in die Spezialisierung gesetzt habt. Der Nachteil ist, dass die Möglichkeiten für cheesy Specs limitiert sind, aber seien wir mal ehrlich, die meisten spielen eh immer das, was am besten ist, also scheiß drauf. Das Glyphensystem wird zwar nicht komplett überarbeitet, aber es kommen drei neue Slots dazu. Das dient quasi als eine Ergänzung zu den vereinfachten Talentbäumen und lässt euch zusätzliche Anpassungen an eurem Spielstil machen. Dazu müsst ihr die Glyphen immer nur ein einziges Mal lernen und sie sind in eurem Glyphenfenster bereit, eingesetzt zu werden. Um eine Glyphe auszutauschen, benötigt ihr eine Reagenzie namens Löschstaub, die ihr von Inschriftenkundlern bekommt. Das ist ziemlich nice, denn ihr könnt einfach im Raid rumswitchen und somit beispielsweise euren Damage auf AOE oder Single Target abstimmen. Das Dungeon Journal ist quasi ein Lexikon für alle Raid- und Dungeon-Bosse. Da findet ihr den Loot, der droppt, und die Fähigkeiten der Bosse fein säuberlich aufgelistet. Und nein, mit Raid-System meine ich nicht Looking for Retards, sondern was anderes. Wenn wir in Wrath raiden, dann sind wir gezwungen, 25er zu gehen, um das bestmögliche Gear zu bekommen. Für viele ist das nervig, gerade in ICC, wo eine Session teilweise bis zu 4 Stunden dauert und ihr am Ende vielleicht mit nur einem Item rausgeht, überlegt man sich immer, ob man jetzt wirklich queued. Ich persönlich habe dafür kaum Zeit, denn ich bin primär damit beschäftigt, euch neue Videos in die Fresse zu schieben und meinen Biervorrat zu lernen. In Qatar könnt ihr euch aussuchen, welche Größe ihr laufen wollt, denn da teilen sich die 10er und 25er eine ID und der Loot ist derselbe. Für mich ist das die beste Änderung an dem Spiel, da ich sehr viel lieber im 10er raide und dann auch Bock habe, einen Stammraid zu leiten. Ist aber egal, für welche Raidgröße ihr brennt, ihr müsst ab Qatar nur noch eine Version davon laufen und das ist ebenfalls ziemlich entspannt. Wenn wir schon von Raids sprechen, muss ich euch noch die neuen Raid-Marker zeigen. In Wrath haben wir gerne Rauchbomben benutzt, um bestimmte Bereiche in einem Bossfight zu markieren. Das können wir in Qatar durch ein eigens dafür designtes System noch viel besser machen. Ihr wählt einfach links am Bildschirmrand die Markierung aus und platziert diese im Raum. Richtig gut. Waffenskills zu lernen fällt raus. Das bedeutet, ihr müsst nicht mehr wie ein Bekloppter stundenlang auf Mobs hauen, um den neuen Streikkolben effektiv zu nutzen. Für das Leveln von 80 bis 85 kommen 5 neue Zonen ins Spiel. Zum einen Vashir, die Unterwasserwelt, die ich persönlich richtig kacke finde, aber die Idee ist ziemlich nice. Dann Mount Hyal, eines der schnellsten Questgebiete, die es gibt. Uldum, einfach optisch der Hammer, ich liebe Wüstengebiete in Games. Das Gebiet Deepone, ihr seid einfach im Maelstrom, auch sehr cool. Und Twilight Highlands, das für mich persönlich unspektakulärste. Wer in Wrath PvP gemacht hat, kam sicherlich hin und wieder in den Genuss, dass ein Unterbrechungszauber oder Kick nicht getroffen hat. Richtig geiles Gefühl. Das ist in Qatar nicht mehr so. Da können diese Spells nämlich nicht mehr verfehlen oder resistet werden. Der Dunkelmond-Jahrmarkt wird von einem kleinen Schützenfest zur Wiesn, wo ihr viel mehr Dinge machen könnt als zuvor. Ihr könnt Minigames machen, neue Achievements bekommen und euch einen XP-Buff holen. Die Berufe werden überarbeitet. Teilweise bekommt ihr für eine Herstellung dann mehr Skillpunkte, wodurch das Hochleveln der Berufe angenehmer ist. Für die Kräuterkunde-Dudes unter euch gibt es ebenfalls einen Buff. Denn Lifeblood gibt euch nicht nur einen Heal, sondern auch einen Tempo-Buff. Eventuell eine geeignete Wahl für einige Specs. Zusätzlich gibt es noch einen neuen sekundären Beruf namens Indiana Jones Simulator 2023. Ihr fliegt damit ganz gemütlich quer durch die Welt und könnt seltene Dinge finden. Zum Beispiel gibt es dort einen Mount und Bind on Account Gear zu holen. Wenn ihr Ingenieur seid und euch zum Beispiel die Rocket Boots verzaubert, dann könnt ihr in Qatar zusätzlich noch vom VZ etwas drauf machen lassen. Also beispielsweise Agi oder sowas. Dieser neue Stat gibt jedem Spec in dem Spiel eine zusätzliche Mechanik. Diese Mechanik wird verstärkt, je mehr Mastery ihr auf eurem Gear habt. Für manche Klassen ist das super und für manche nicht so pralle, wie die Oberweite von Ü50 Damen. Bis jetzt war es so, dass eure Dots und Hots durch Tempowertung schneller abgelaufen sind. In Qatar wird das anders, denn der Dot oder Hot läuft immer gleich lang, aber bekommt zusätzliche Ticks. Dadurch könnt ihr über euer Gear sogenannte Breakpoints erreichen, die euch ab einem gewissen Wert diesen Tick dazugeben. Ihr kennt es alle, ihr seid in HDW und habt euch gottlos verlaufen. Damit ist jetzt Schluss, denn durch die Anzeige der Dungeon Maps habt ihr ab sofort keine Probleme mehr, den richtigen Pfad zu finden.
Eine neue PvP- und Daily-Quest-Zone kommt rein. Dort könnt ihr wie bei 1000 Winter PvP machen und ihr bekommt richtig saftiges Gear. Ich rate euch, direkt ab Tag 1 dort unterwegs zu sein und den Ruf zu pushen, denn die Trinkets sind echt juicy. Ebenfalls in Tol'Barad ist die Baradin Hold. Das ist quasi das Äquivalent zu Archavons Kammer. In diesem Raid bekommt ihr PvP-Set-Teile und die aktuellen Raid-Teile. Jede Phase wird ein neuer Boss freigeschaltet, durch den ihr immer das aktuellste Gear bekommen könnt. Zwei neue Battlegrounds kommen dazu. Zum einen Twin Peaks, was im Prinzip genauso ist wie Warsong, und Battle for Guineas, was im Prinzip genauso ist wie Arati-Becken, nur dass es dort statt 5 nur 3 Basen gibt. Ihr kennt die Scheiße. Ihr lootet ein neues Item, zieht es an und seht, dass ihr euer Hitcap versaut habt. Dann kauft ihr euch 100 Gems, um den Spaß wieder gerade zu biegen und landet in einer Finanzkrise. Zu Cutter wird das anders. Da gibt's nämlich einen neuen NPC, bei dem ihr gegen Gold einen Teil der Stats auf eurem Gear ändern könnt. Peter Zwegert hasst diesen Trick. Dazu geht ihr einfach zu dem NPC, zieht das jeweilige Item in das Fenster und ändert den gewünschten Stat. Um euer Gear zu optimieren, gibt's übrigens auch Add-ons, womit ihr mit einem Klick alles auf den perfekten Stand bringen könnt. Easy life. Endlich müssen wir nicht mehr rumlaufen wie grün und blau gekloppte Vollassis. Denn das Transmog-System kommt ebenfalls mit zu Cataclysm Classic rein. Hier könnt ihr das Aussehen eures Gears ändern und das ist begrenzt auf die Items, die ihr bereits gesammelt habt. Im originalen Cutter war es so, dass ihr die Teile im Inventar haben musstet. Aber ich denke mal, dass wir durch die Einführung des Collection-Tabs hier ebenfalls eine Erleichterung haben. Da werden die Teile einfach gespeichert und ihr könnt sie dann wieder verkaufen. Hier ist die Frage, ob der Collection Tab reinkommt. Der Void Storage diente damals nämlich als neue Bank, um eure Transmog-Items zu verstauen. Es gibt ein Gildenfinder-Tool, womit ihr entweder eine neue Gilde suchen oder eure Gilde listen könnt. Da gebt ihr einfach ein, was entweder euer Ziel oder das eurer Gilde ist und ihr erscheint in der Suchliste. Der neue Stat namens Vengeance dient dazu, den Tanks mehr Aggro-Generation zu verleihen. Ihr bekommt einen Attack-Power-Buff, sobald ihr Damage bekommt, und das wird dazu führen, dass Tanks richtig ballern. Und gerade beim Leveln macht das richtig Spaß. Für die PvPler unter euch kommt eine neue Möglichkeit, um an das beste Gear zu kommen. Ihr könnt nämlich ab Cutter auch gewertete Schlachtfelder machen. Der Spaß funktioniert quasi so wie Arena, halt nur auf Schlachtfeldern. Also ich werde da definitiv mehr PvP machen und Allianz-Fratzen ballern. Die CC-Effekte wie zum Beispiel Frostfalle oder Schieb verändern sich, denn ihr werdet dadurch weder in Combat kommen, noch eine Gruppe pullen. Ihr könnt also einfach ganz entspannt den Pull planen und sicher durchziehen. In Cutter gibt es keine Schlüssel mehr. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr keinen Schwanz mehr in der Gruppe haben müsst, um die Tür in BRD zu öffnen. Und dazu könnt ihr auch die BC-HC-Dungeons machen, ohne vorher Ruf zu farmen. Super, oder? In Orgrimmar und Stormwind werden neue Auktionshäuser erscheinen, in denen ihr euer Geld lassen könnt. In OG ist eins im Tal der Stärke und in Stormwind im Zwergenviertel. Und jetzt die letzte Änderung. In Wrath musstet ihr, um den Ruf der verschiedenen Fraktionen der Horde oder Allianz zu steigern, immer noch Questen und Stoffe abgeben. Das wird mit der Einführung der Fraktionswappenröcke wegfallen. Dazu müsst ihr einfach nur den Wappenrock tragen und Dungeons ballern und zack, habt ihr die Fraktion auf ehrfürchtig. Yo, das waren alle 44 Änderungen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ihr auch Bock auf Cutter habt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tidili, blöder Wichser. Hey!